Ja, hallo, liebe Leute. Zur dritten Folge Jagged Alliance 3. Wir sitzen hier auf Ernie Island und, oh Gott, es brennt an allen Ecken. Der ganze Trupp ist erschöpft, ist verletzt. Wir werden angegriffen von einem Legionsangriffstrupp. Wir haben einen Stall voll Waffen, den wir eigentlich noch sortieren müssten aus den letzten Kämpfen. Und wir wollten noch einen Söldner anheuern. Das heißt, wir fangen jetzt, glaube ich, gleich mal an. Ich glaube, das Müde geht nur weg, wenn man 12 Stunden nichts tut, stand da. Das heißt, wenn wir jetzt eine Operation machen, wie heilen und so, dann geht das wahrscheinlich nicht weg. Das heißt, wir werden verletzt in diesen Kampf gehen müssen. Das ist echt ungünstig. Wir gehen jetzt erstmal kurz rein. Und verteilen mal kurz unsere Waffen vernünftig. Und gucken mal, was wir machen. Pistolen geben wir nämlich jetzt endgültig mal ab. Die brauchen wir nicht mehr. Die entladen wir und zerlegen sie. So. Gibt es noch Material raus? Das ist super. Dann kriegst du nämlich eine MP. Nachladen. Deine AK musst du auch nach... Wieso kann ich die AK nicht nachladen? Das ist aber... Wieso, die schießt doch auch mit 7,62 mm. Oh, oh. Haben wir keine 7,62 Munition mehr? Oh, verflucht. Wir haben... Wir haben keine Munition mehr. Oh Gott, die schießen alle mit 7,62 mm. Ach du Scheiße. Gut, Kalina hat noch eine... Oh wow, wir haben keine Munition mehr für unsere... Uiui. Okay, da müssen wir gucken, was wir machen. MD kriegt jetzt erstmal noch den Helm. Der liegt ja auch noch hier rum. Und da müssen wir so hier reingehen. Dann werden wir die mal entladen und auch zerlegen. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen Munition zurückgekriegt. Wo laden wir denn da jetzt entsprechend nach? Das behalten wir mal in der Hinterhand für die Gewehre. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, aber jetzt haben wir immerhin mal Waffen verteilt. Jetzt wollten wir uns noch einen Söldner anheuern, weil wir ja Geld haben. Hier. Lass uns mal gucken, was könnten wir denn noch mitnehmen? Wir haben 34.000, das ist ordentlich. Wir haben eigentlich alles. Wir haben Techniker, wir haben einen Heiler. Das heißt, wir gucken mal bei den Veteranen. Banz ist relativ günstig. 86 Treffsicherheit. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Erhält in diesem Zug einen Genauigkeitsbonus gegen Ziele, die von einem Verbündeten getroffen wurden. Ablenkender Schuss, gar nicht schlecht. Grunty ist auch nicht so teuer. Ja, das ist aber auch so ein... Eine Feuerwaffe an, wenn der Kampf beginnt. Die da oben sind mir noch zu teuer, muss ich sagen. Was ist mit Eis? 87 Treffsicherheit. 88 Beweglichkeit. Der ist ziemlich gut, kann das sein. Feuert mehrere Schüsse auf Beine, Unterleib, Torso, Hände und Kopf des Ziels. Krass. Verringerter Genauigkeitsabzug, wenn Salvenfeuer oder Vollautomatik eingesetzt wird. Weiche dem ersten erfolgreichen feindlichen Angriff aus, indem du blitzschnell in Bauchlage gehst. Das ist ja cool. Er bringt Kaliber 4 Munition mit. Er bringt 9 mm mit. Sie bringt auch 9 mm mit. Blatt ist auch nicht schlecht. Das ist eher so der... Also ich tendiere stark zu Eis, wobei er ziemlich teuer ist. 7,2, das ist wahrscheinlich für 7 Tage, nehme ich an. Ja, und für 14 will er 9. Das geht eigentlich, oder? Den holen wir uns noch. Den holen wir uns noch. Der soll kommen nach Dorf Ernie, bitte. Der kommt leider zu spät. Den werden wir in diesem Kampf nicht mehr haben. Ja gut, dann lassen wir laufen und wehren jetzt erstmal die Legion ab. Hilft ja nichts, ne? Das müssen wir jetzt mit 4 Mann hinkriegen irgendwie. So, alle wieder fit. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen heilen, bevor die Gegner da sind. Aber ich glaube nicht, dass das noch irgendwie durchgeht, oder? Ich glaube nicht. I'll get right on it. Und ein bisschen reparieren.
kriegen wir aber nicht durch, ne? Das kriegen wir nicht durch! Okay, immerhin ein Gesundheit haben wir erhalten. Das heißt, es hat zumindest ein bisschen was gebracht. Ah, wir kämpfen ja 8 gegen 8. Wir haben ja 4 Rekruten ausgebildet. Oh, das wird cool. Okay, dann ist ja Chancengleichheit. Voraussichtliches Ergebnis Sieg. Na, das gefällt uns doch, ne? Klarer Himmel, das ist schön. Wir fangen wahrscheinlich direkt auf dem Dach an, ne? Ich stelle gleich alle oben aufs Dach. Die Gegner müssten ja eigentlich von hier rechts kommen, wenn das stimmt. Also wenn... MD present. Wenn, die Karte stimmt. Norden ist hier oben, ne? Wenn ich drehe, ist Norden hier links. Ja, ja, Norden ist hier oben. Die kommen von Osten. Dann müssen die hier von rechts kommen. Dann stehen wir hier auf dem Dach eigentlich ganz gut. Einsatz. Deckung. Und dann los. Waffe wechseln. Einmal. Wir gehen hier oben in Position. Da kommen sie, ja. Ich glaube, mit MD gehe ich runter. Da wechsle ich auch mal die Waffe auf die MP40. Der geht näher ran. Da kommen sie. Um Gottes Willen sind das viele. Haben sie mich gesehen? Ah nein, die haben den Rekruten gesehen. Oh, das arme Schwein da drin in der Hütte. Oh Gott. Die sind jetzt halt viel zu weit weg eigentlich, ne? Gut, gucken wir mal. Das ist der Überfallanführer. Mit dem fangen wir doch gleich mal an, oder? So ist recht. Da ist gleich weiß, was Sache ist. Jawohl, den Überfallanführer haben wir gleich mal rausgenommen. Moral steigt. Für Moppy sind wir leider... sind die zu weit weg. Aber die werden näher kommen jetzt dann. Da mache ich mir wenig Gedanken. Bringen wir MD mal irgendwo hier hinter die Mauer oder so. Da ist auch noch einer. Okay. Wir beenden erstmal den Zug und gucken, was passiert. Oh Gott, oh Gott. Ach du Schande, auf ihn. Ach, da steht ein Rekrut. Da steht ein... Oh Gott, das arme Schwein. Der stirbt halt direkt, ne? Und der ist der Nächste. Okay, die sind, glaube ich, Kanonenfutter. Wir Ach, herrje. Ach, herrje. Die kriegen aber... Okay, jetzt sind die Rekruten dran. Ah, die treffen aber auch, so ist es nicht. Da hinten kommen noch 2, sehr gut. So, weiter geht's. Steroid. Kopf. Hm, wir könnten es probieren. Ne, ich mach lieber Oberkörper. Sehr gut. Steroid hat eine Treffsicherheit erhalten. Sehr schön. Kalina. Achso, der ist jetzt in Deckung. Vielleicht kann Moppy... Ja, das sieht besser aus. Oberkörper. Jawohl, weg ist er. Noch einer weg. Ah, da oben. Kalina, komm. Kannst du den einfach vom Dach schießen? Ja, kann sie. Ah, das sieht sehr gut aus. Da haben wir doch schon einige raus. MD schleicht sich da mal ein bisschen an. So, Zugende. Jetzt wird wahrscheinlich dieser arme Rekrut hier hinten. Oh Gott. Ah, er hat Glück, er hat Glück. Er hat richtig Glück. Boah, die schießen alle daneben. Das ist ja unfassbar, da hat keiner getroffen. Aber er trifft. So, da hinten kommen nochmal 2. Was machten die da eigentlich? So, Steroid. Auf den hier können wir schießen, durchs Fenster. Krass. Jetzt treffen wir in 100 Jahren nicht, oder?
Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Moppy kann es aber auch noch mal. Wir können nur auf den Kopf zielen. Der Rest ist in Deckung, ne? Ja, das wird nix. Das wird nichts. Ja, was machen wir denn jetzt mit Kalina? Die hat niemanden in Reichweite. Die schicken wir mal darüber. Da haben wir eher jemanden in Reichweite. So, und der gute MD, der arbeitet sich weiter näher ran. So, Zugende. Mal gucken, ob der Rekrut nochmal so viel Zeit hat, so viel Glück hat. Oh. Diesmal nicht, glaube ich. Na, überlebt das? Nein, er überlebt nicht. Schade. Aber das bedeutet, wenn da kein Rekrut mehr ist, kommen die jetzt da aus der Hütte raus, denke ich. Könnte ich mir vorstellen. MD arbeitet sich ran. Er ist immer noch verborgen. Sie dürften ihn eigentlich nicht sehen. Das heißt, er wartet hier jetzt noch eine Runde, bis er genug hat, um zu schießen. So, Steroid. Der ist schon verletzt. Den können wir mit einem Oberkörpertreffer vielleicht töten. Nee, können wir nicht. Jetzt ist er fast tot. So, den hätten wir auch weg. Kalina sieht leider niemanden. Das heißt, sie geht einfach wieder in Deckung. Wir beenden die Runde. Jetzt müssten sie eigentlich kommen, weil die haben doch auch niemanden Reichweite. Nein. Sie bleiben auch in ihrer Hütte sitzen. Blöd sind sie nicht. Ich habe niemanden im Sichtfeld, ne? Das ist nicht der Letzte hier drin. Ja, wir sehen ihn, aber... Boah, da war's ein Treffer. Von Steroid. Was ein Treffer. Können wir ihn töten? Ja, Moppy trifft nicht. Moppy zerlegt lieber das Haus. So, das wird nichts mit Kalina hier. Die ist einfach zu weit weg. Mit der werde ich jetzt auch runtergehen und näher ran. Funktioniert ja nicht anders. Noch läuft das ja ganz gut. Also, wir haben zwei Rekruten verloren. Das ist ein bisschen ungünstig. Da ist noch ein Grenadier. Der kommt jetzt. Oh ja, guck mal, der stellt sich direkt auf die Straße. Da kommt noch einer. Okay, das machen einfach meine Rekruten. Das finde ich auch super. MD ist noch verborgen. Steroid hat Sichtfeld. Aber keine Munition mehr. Ah, wir können nochmal nachladen. Na, und jetzt können wir nicht mehr schießen, weil wir nachgeladen haben. Der hat echt wenige Bewegungspunkte. Das ist schon hart, ne? Moppy hat noch einen Schuss. Wir zielen auf den Oberkörper. Dann treffen wir wenigstens. So, und Kalina bringen wir ran. Nachladen haben wir zu wenig AP. Jetzt gucken wir doch mal, ob MD das hier nicht beenden kann. Er ist ein bisschen weit weg, aber könnte gehen. Oh Gott, MD. Ist das dein Ernst? Na also. Gestorben ist er trotzdem nicht. Er ist nur fast tot. Schade. Aber gut, das müsste jetzt eigentlich gehen. Treibt diese Ausländer dorthin zurück, wo sie ist. Bisschen rassistisch, oder? Bisschen rassistisch. Okay, jetzt sind sie alle hinter MD her. Ja, meine Rekruten gehen ran. Finde ich gut. Jawohl. Die sind ja richtig zu was zu gebrauchen. So, mit MD habe ich mal wieder nichts in Sichtweite. Gehen wir mal darüber. Und ziehen den Kopf ein. So, Kalina. Bringen wir näher ran. Die ist immer noch verborgen, ne? Deswegen bewegt die sich so langsam. Und hier oben sparen wir mal Punkte. Wir haben ja keine Eile, ne? Sie greifen ja an, sie müssen kommen. Und jetzt kommen sie auch über den Strand. Au, jetzt geht's wieder den Rekruten an den Kragen. Na, solange die das wegtanken, ist mir das ja eigentlich ganz recht. Sie machen halt auch noch echt gut Schaden, ne?
Wahnsinn, haben sie den nächsten rausgenommen. Michael hier. Die sind nicht schlecht, ne? Die sind nicht schlecht. Okay, das ist zu weit weg. Nein! Oh, jetzt habe ich geschossen, ohne dass ich wollte. Das war jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Bleib mal hier sitzen. So, das müsste doch in Steroid-Reichweite sein, dachte ich mir. Komm schon! Um Gottes Willen, das war ja aber nicht mal annähernd knapp. Kalina, komm ran. Die Leute ein bisschen ranarbeiten. Das dürfte der letzte sein, glaube ich. Autsch! Bitte überleb. Oh. Ja, wir haben sie. Wir haben alle 8 abgewehrt. Perfekt. Das heißt, jetzt ist Loot-Time. Hier gibt es einiges zu looten. Oh, was haben wir denn hier? Eine Famas. 3x8 Schaden, 24 Reichweite. Das ist schon wieder 10-mal besser als die MP40, ne? 3x7 Schaden, 20 Reichweite. Wir wechseln direkt. Entladen sie. Dann kriegen wir die Munition zurück. Wir behalten die aber mal für Eis, der gleich kommt. Der braucht ja auch eine Waffe. Das ist schon mal ganz gut. Dann gucken wir mal, was es hier beim Überfallanführer noch gibt. Oh, der hat auch eine. Und passende Munition dazu. Okay, dann ist das was für Eis gleich. Dann können wir die verschrotten. So. Dann gucken wir, was es hier hinten noch gibt. Munition. Munition. Und noch eine AK. Die wir... 3x10, 24 Reichweite. 3x8, 24 Reichweite. Aber die hat halt schon voll die Modifikation und die nicht, ne? Wir nehmen die Munition raus, verschrotten sie. Wir können jetzt wieder Waffen modifizieren, glaube ich. Wir haben ziemlich viel Zeug eingesammelt jetzt. So, ach ja, und das ist ja auch, Hermann ist ja auch wieder da. Das heißt, wir können hier mal mit den Leuten reden, ne? Da ist er ja. Bitte erzählt ihnen nichts. Okay, wir gucken mal, was hier los ist. You were my friend, Luke. Tine was your friend too. What happened is all your fault. I can see you've already made up your mind, Basil. Nothing I say will change. Er gibt halt knallhart Luke die Schuld, ne? Pierre has become a monster. Yet you still protect him like a baby. And now Tine is dead because of it. Oh, oh, oh. You are right, Basil. Er hat versagt. All you can think of, huh? He is not your Pierre. Pierre is a vile gangster. Wollen die den jetzt aufhängen? Was a good man. Then do what needs to be done. What are you staring at, Merc? This is village business. Oh, was ist hier los? Tine, Luke and I, we were best pals. We built this village. Wegen Luke. Er gibt halt echt Luke die Schuld. Die Männer in der Stadt auszuschalten, verfehlte aber. Er verriet ihnen den Schützen und leugnet es nicht einmal. Oh, ist das übel. Wir wissen ja, dass es Hermann war, der ihn verraten hat. Und nicht Luke. Und die wollen ihn jetzt hängen. Und er wehrt sich nicht mal. Jetzt können wir sagen, das geht uns nichts an. Diese Aktion könnte gravierende Konsequenzen haben. Oder Hermann war's. Boah, das ist jetzt aber hart. Wenn wir Hermann verraten, hängen sie wahrscheinlich Hermann auf, ne? Ja, aber ich kann jetzt nicht, ich bin zwar ein Söldner, aber ich kann ja jetzt nicht dafür, ich kann ja jetzt nicht sagen, hier weggucken, das geht nicht. Wir werden Hermann verraten. Hilft nichts, ne? Weil, ganz ehrlich, Pierre ist der Anführer der Legion. Und wenn jetzt sein Vater hier aufgehängt wird, ja... Dann ist er erst recht stinkig. Vielleicht ist es... Ja, wir verraten Hermann. Keine Ahnung. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht. Oh Gott. Jetzt haben wir was losgetreten. Sie wollen nach Arulco? Sehr nett, ja. Oh oh.
Luke, I'm sorry. I see now it wasn't Pierre you were. Okay, Luke ist raus. Hellman is just a fool, Basil. And I'm the fool that raised the bad seed. And twice the fool for still loving. Genau, zweite Chance bitte. Okay, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, Hermann verschonen oder Hermann muss hängen. Ja, bitte verschonen. Haven't you people seen enough bloodshed? Right. Enough is enough. Oh, sie lassen ihn gehen? But I don't ever want to see. Dann haben wir es doch richtig gemacht, ne? But shut up before he changes his mind, dear. Fünf Loyalität, perfekt. Okay, das war's. Wir haben die Sache aufgelöst, es ist niemand gestorben. Ist ja perfekt. Kriege ich jetzt noch meine Belohnung? Hier, nehmt mein Erspartes. Ich habe nur wenig behalten. Oh, siehst du, eine Belohnung kriegen wir trotzdem noch. Steroid hat 3 Gegenstände erhalten. Wir gucken mal nach, was wir gekriegt haben. Sack voller GC-Franken. Ein ganzer Sack voll mit der örtlichen Währung. Fast wie echtes Geld. Kann nicht für echtes Geld. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Und wir haben eine Hose gekriegt. Steroid hat ein Level Up. Perfekt, die Hose kriegt Moppy. So, und wir haben ein Heftchen bekommen. Einmal Gebrauch erhöht Technik. Das ist auch gut für Steroid, ja. Lesen mit Steroid. Go. Yes! New personal best. Check out this flex. So, jetzt werden wir noch ein paar... Will ich jetzt die Waffen modifizieren? Wir haben ja gar keine Munition dafür, ne? Wir haben nur noch 39 Schuss. Das ist ein bisschen wenig, ne? Da macht es wenig Sinn, die Gewehre zu modifizieren. Oh, das ist schon hart. Jetzt machen wir schnell das Level Up für Steroid. Gesundheit und Kraft, das sind seine Paradedisziplinen. 15 Eifer. Beim Erleiden von Schaden wird zunächst Eifer aufgebraucht. Okay, das ist ein Schild. Wechseln zur Bauchlage ist gratis. Maximal TP um 20% erhöht. Aufeinanderfolgende Angriffe gegen dasselbe Ziel erhalten einen noch höheren... Das ist cool. Und nach Angriffen mit der Schrotflinte Gratisbewegung. Aufeinanderfolgende Nahkampfangriffe. Ich glaube, wir geben ihm erstmal 20% Lebenspunkte. Das ist nie verkehrt. So, dann hätten wir das erledigt hier. Was gibt's da jetzt bei Basil noch? Ich glaube nichts, oder? Hello, my friend. Irgendein Rat, wie wir das vorerobern können. From what I know, they store that. Ja gut, wir müssen The Rust einnehmen. Das wussten wir ja schon. Okay, aber wir werden jetzt erstmal unsere Leute heilen, Gegenstände reparieren und nochmal eine Miliz ausbilden. Und bis dahin müsste auch Ice da sein dann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So, das läuft noch. Perfekt. Reparatur läuft auch noch. Miliz geht gerade nicht, weil kein Ausbilder da ist. Mist. Na gut. So, fertig geheilt. Jetzt, nee, nicht Gebiet ausspähen. Miliz ausbilden. Mit Kalina. Nochmal 4 Rekruten. Das ist da hinten fertig. Das passt. Gebiet ausspähen. Wir schicken mal MD los, ein Gebiet ausspähen. Das können wir ja nebenher machen. Dann warten wir mal, bis Eis da ist. I'm here, player. Holla back. I'll be where I'm at. So, Gegenstände fertig repariert. Können wir den Rest auch noch reparieren, bis die Miliz ausgebildet ist? So. So, Spähung, Spähgedöns ist zurück. Infos gefunden für Sektoren H2, H4 und der Aussichtspunkt I2. Unsere Speer sind mit einer gegnerischen Patrouille aneinander geraten. Jeder Speer hat im Kampf... Na toll. Da können wir schon wieder heilen. Kann er sich auch selbst heilen? Tatsache. I'll get right on it. So, dann lassen wir nochmal laufen. Wir müssen halt noch auf die Miliz warten. Kümmere dich um Bastien und seine Familie. Ach ja, das war. Hätte ich ihn nur getötet, ey. Hätte ich ihn nur getötet. So, es ist alles repariert. Wir sind eigentlich mit allem soweit durch. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Milizausbildung durch ist. Und dann gehen wir weiter in den nächsten Sektor. Den will ich heute auf jeden Fall noch einnehmen. Nur noch die Miliz. Hier hinten läuft der Vertrag von Kalina ab. Okay.
Komm, 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 komm. Miliz. All done. So. If you need me, I will be reading my book. Weiter geht's. Ab nach H3. Is this? Maybe it's just. Wir sollten diesen Sektor genauer untersuchen, habe ich vor. Oh, nicht schon wieder Platzregen. Oh, nein, dann ist das Zielen wieder so teuer. Das ist doof. Platzregen ist wirklich doof. So, erstmal alle unsichtbar machen. Was heißt denn hier verbraucht? Wir haben keine... Ice, are you wounded? Nah, man, I'm cool. Was? Wieso habe ich denn... Well, I noticed you're walking with a limp. Was reden die da? Yeah, that's my street strut. That's how I show people I've been through shit. And they better not be messing with me. Oh. Okay. Can you teach me? Sehr lustig. You gotta be street to walk street. I shall not make a noise. Habe ich keine Munition mehr tatsächlich? Das ist irgendwie schlecht, ne? Oh Gott, wir müssen... Oh je, Mini. So, Eis kriegt gleich mal hier die dicke Wumme. Jetzt lass mich mal gucken. Wir haben keine Munition mehr tatsächlich, ne? Ne. Das ist eine Katastrophe, ne? Das ist eine echte Katastrophe. Dann kämpfst du mit der Farmers, dann entladen wir die mal. Dann haben wir wieder ein bisschen. Dann kann wenigstens Moppy nachladen. Warum kann ich jetzt nicht nachladen? 762 mm. 762 mm haben wir doch jetzt. Unangenehm. Ready. Munition für diese Waffe verbraucht. Verstehe ich nicht. Oder ist, liegt das an diesem WP? Warschauer Pakt Munition. Weil das nur für Sturmgewehre... Oh. Nicht gut. Nicht gut. Nee, wir haben nur Warschauer Pakt Munition. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Wir haben keine Munition mehr. Dann müssen wir wechseln auf die Uzi. So. Passt aber. So, wir sammeln Kräuter. Bastien und seine Familie. Oh Gott, da sind sie schon. Bastiens Schergen. Da ist er wieder. Oh Gott, ich gucke mir mal kurz die Karte an. Wir haben nämlich viele Infos. Feinde. Hier hinten ist das Feindelager. Da ist der Bunker. Nebenroute. Okay, dann kann man von hier hinten ran. Verstecktes Lager. Bastiens Familie haben wir schon gesehen. Hauptstraße, das ist der Haupteingang. Da ist ein Turm. Links ist auch noch eine Nebenroute und ein verstecktes Lager. Okay, und die Feinde hocken wirklich alle hier in der Mitte. Oh je. Oh je. Okay, dann gucken wir jetzt halt erstmal nach Bastien. Das hilft ja nichts. Steroid kann sich mal schnell die Bauteile holen. Und dann gehen wir da mal ran, würde ich sagen. Oh, wollen wir noch ein paar Dings anbringen, schnell? Ein paar Waffenmodifikationen, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich weiß nur nicht, auf welche Waffe. Das ist echt... Ich glaube, das Gewehr wäre mal ganz gut, wenn es ein... Achso, Zielfernrohr können wir uns aktuell keins leisten, weil wir keine Linsen und keine Chips haben. Also nichts mit Zielfernrohr. Das ist sehr schade. Was kann man hier... Ich nehme mal lieber die von Eis. Größerer Überwachungskegel, Genauigkeitsbonus. Wir könnten noch eine... einen Griff dran mutieren. Hm. Ist alles nicht so heiß, ne? Nee. Nee, da haben wir leider nicht die passenden Teile für. Also wird nichts modifiziert. Jetzt gehen wir hier mal an die Familie ran. Ich habe halt das Gefühl, das wird jetzt hässlich. Hätte ich ihn nur getötet. Das ist also seine Familie, dieser Labersack. So true. Yeah,
So true. But I'm sure our friends here are willing to help pay for our hospital. Oh, und jetzt soll ich bezahlen? After all, they saw little Miss Emma and her rich friend. I'm thinking they gave you money, no? You don't want to be selfish and let my... Hospitality does not fill his stomach. Jetzt wollen sie mein Geld? Was für Gastfreundlichkeit. That's right. I showed you hospitality by letting you visit my shack. Wann hat er mich denn in seine Hütte gelassen? Plus interest. Wait, what shack? Ja, welche Hütte? Just a lean-to. Not like I stash things there or something. Huh? Stash? Hey, you've been holding out on us. No, I would never. Kriegen wir jetzt Probleme miteinander? Wir zahlen. Wir haben nicht viel. Hände hoch, stirb. Wir haben nicht viel. Nah, no way, boss. These are trying times. Everyone. Boah, jetzt können wir sie bekämpfen oder bezahlen. Wie viel wollen sie denn? Nice doing business with you, boss. Now keep... 1000. Ja, wenn sie mich dann in Ruhe lassen, 1000 sind nicht so viel. Hier. Wow, that seemed a reasonable fee to pay. Aber wir haben sogar Erfahrung erhalten. Schien eine angemessene Gebühr zu sein. Okay, dann lassen sie mich wenigstens in Ruhe. Hoffe ich. Okay, sie gehen. Na gut. Lief jetzt nicht so berauschend, aber... Obwohl, eigentlich lief es ganz gut. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt wollen wir die Leute aufteilen, ne? Eine Gruppe Nebenroute links. Bastien ist verschwunden. Ja, okay. Eine Nebenroute links. Da geht mal der gute Steroid. Der gute MD. Und... Ja, und Moppy. Und Kalina und Ice gehen über die rechte Nebenroute. Dann werden wir die jetzt umzingeln. Einmal hier hoch. Ich glaube, hier von hier oben hast du auch... Wir können auch auf den Turm hoch. Ich glaube, das ist auch eine feine Sache. So, hier haben wir noch mehr Kräuter gefunden. Moppy hat Kräuter gefunden. Steroid hat Kräuter gefunden. Ich habe das Gefühl, dass die uns hier so viel Medikamente... Na, warum kann ich das nicht anklicken? So viel Medikamente geben, hat einen Grund. Ja, hier ist auch alles voll, ne? So, komm, Steroid, geh mal auf den Turm hoch. Ah, da kann man nicht hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Ach, da ist zu, das ist verwuchert. Na toll. So, vier Teile geborgen. Da unten sind sie. Ich glaube, mit Steroid bleibe ich einfach hier oben. Der hat hier einen guten... Oh, jemine. Viele. So, und ihr geht da runter. Jetzt Grabsteine. Friedrich. Heinz. Sehr lustig. Wer ist hier? Weisheit-Check erfolgreich. Hier gibt's Loot. Oh! Kann man so machen. Verbessert Sprengstoff. Das geben wir Moppy. Und 6 Granaten. Ich glaube, die können wir gleich ganz gut gebrauchen, oder? Die packen wir gleich mal in die Hand. Das hat sich gelohnt. Moppy liest schnell das Heftchen. Für mehr Sprengstoff. So, was ist hier? Traurige Überreste eines Massengrabs. Rostige Metalltafel. Technikcheck fehlgeschlagen. Okay, da müssen wir nachher ran mit Steroid. Gibt's hier noch mehr zu looten? Oha, eine Weste, Medizin, noch ein Heftchen, erhöht Treffsicherheit. Auch nicht schlecht, geben wir auch Moppy. Immer schön den eigenen Charakter pampern. Das mache ich am liebsten. Krallen wir uns noch die Kräuter. Wir bereiten uns hier gemütlich vor. Jetzt haben wir hier an den Grabsteinen noch irgendwas. Nee, ne? Okay, das war's. So, jetzt wird's spannend. So, hier sind wir ausreichend in Deckung. Steroid ist auch auf Position. Jetzt kommen wir hier noch von der anderen Seite. Irgendwie. Gibt's auch noch Loot hier. Mehr Granaten. Und noch ein Stemmeisen. Nehmen wir mit. So.
Wo gehen wir hier in Deckung? Hier vielleicht? Und Kalina? Mal gucken. Oh, da stehen auch noch welche. Dann gehen wir hier vor. Wie weit läuft er? Kommt er bis hierher? Ne, da bleibt da stehen. Okay, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann fangen wir an, würde ich sagen. Steroid ist der mit dem Schalldämpfer. Da gucken wir doch, ob wir jetzt heimlich hier einen rausnehmen können. Ohne, dass es jemand merkt vielleicht. Okay, sie sind überrascht. Sie sind immer noch nichtsahnend. Keine Sicht. Ich glaube, sie wissen nicht. Also, Steroid ist immer noch verborgen. Das war ein Stealth-Kill. Da dürfte nicht so viel passiert sein. Das heißt, wenn Kalina jetzt vielleicht gleich noch ihn wegnehmen kann. Ja, das Problem ist, dass du halt bei Platzregen nicht vernünftig zielen kannst. Seht ihr das? Das fängt mit 7 an und eine Zielstufe kostet direkt 2, ne? Das ist halt echt gemein. Wir probieren es trotzdem. Yes. Okay, jetzt sind sie aufgewacht. Das war kein Stealth-Kill. Wir hätten ihr vielleicht doch noch einen Schalldämpfer geben sollen. Dann kommt mal Eis hier ran. Was? Wieso schießt er denn in die Richtung? Aber er trifft. Hä, da steht aber doch... Und schieße dann auf den nahesten Feind. Das ist aber doch klar er hier, oder? Ach, den sieht er gar nicht. Doch, den sieht er. Verstehe ich nicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Der ist doch viel näher. Ich hatte gehofft, dass er auf ihn schießt und wir ihn jetzt töten können. Okay, er ist mit allem in Deckung, außer den Armen. Das ist auch lustig. Gucken nur die Arme raus. Aber wir treffen sie. Fast tot. Es läuft ganz gut, ne? So, jetzt müssen wir hier... Mit ihm? Ja, ich gehe mal näher ran. Ich denke, mit Moppy gehe ich auch näher ran. Die sind ja noch verborgen. Oh, aber das ist jetzt ungünstig, was ich gemacht habe, oder? Jetzt... Ah! Feindliche Verstärkung? Was für Verstärkung? Na, die gehen jetzt alle darüber. Das habe ich nämlich befürchtet. So viel zur Flankierung, ne? Weil auf der linken Seite noch alle verborgen sind, gehen die jetzt alle hier rüber. Oh, shit. Oh, er schießt daneben. Nochmal. Okay, ich bin wieder dran. Guter Treffer. So, er ist fast tot. Wir müssen ihn eigentlich nur noch einmal treffen. Was? Na gut, jetzt aber. So. Feindliche Verstärkung in 20. Okay. Toll, wir haben hier oben schon keinerlei Sicht mehr, ne? Das ist jetzt genau das, was ich befürchtet habe. Fuck. Das ist halt richtig schlecht. Ah, hier können wir jetzt auf uns aufmerksam machen. Das ist gut. Hallo, hier hinten sind auch noch Leute. Ihr könnt auch wieder hier zurückkommen. Moppy hat ein Level Up. Das werden wir schnell vergeben. 5 Grit-Chance bei jedem Zielen. Das nehme ich jetzt einfach blind. Das klingt super. Steroid sieht leider niemanden mehr. Vielleicht hat er doch keinen so einen geilen Platz. Hier. Puh. Das lief jetzt nicht so, wie ich gedacht habe, ne? Die gehen alle hier rüber. Das ist nicht gut, ey. Ah, das war die Bauchlage. Das waren die Reflexe. Okay. Aber sie treffen halt nichts, ne? Ne, ich aber auch nicht. Puh. Stop it, man.
Ja, wir treffen gut, aber es reicht nicht, ne? Und in der nächsten Runde kommt jetzt Verstärkung. Das wird immer schlimmer, ne? Es wird immer schlimmer. Oh Gott, da drüben ist auch noch einer. Das ist viel zu weit weg. Das ist ja auch lustig, aber sie trifft halt gar nichts, ne? Aber wirklich nichts. Das ist schon bitter. Immerhin einen. Immerhin einen. Dann gehen wir noch in A-Hocke, geht nicht mehr. Michael hier. Sure. Steroid hat noch Sicht auf einen. Oh, damn it. I will give my position to them. Na, nicht wirklich, ne? Das wird nix, ne? Oh je. Jetzt kommt die Verstärkung, oder was? Junge! Na, jetzt hat er zum ersten Mal getroffen. Aua. Da kommen sie aus dem Bunker. Das ist nicht gut. Ei. Okay. Ice wechselt einmal die Waffe. Das ist alles nix, ne? Das ist besser. Sehr gut. Und Kalina kann vielleicht den anderen wegnehmen. Komm, einmal treffen. Ah, nicht gut. So, Steroid hat hier Blickfeld. Das ist gut. Trifft. Fast tot. Oh Gott, das ist aber schon hart, ne? So, euch helfe ich hier. Verstärkung. Sehr gut. Wieder in Deckung. Kann Moppy da auch hinwerfen? Dann wären die eigentlich vielleicht gleich weg, oder? Wir haben so viele Granaten gefunden. Jawohl. Aber die Verstärkung weg. Das ist, glaube ich, ganz gut. Kopf runter. Zug beenden. Nein, jetzt ist das Auto explodiert. Das ist aber nicht gut. Ah, armer Moppy. Aua. Ach, komm, geh mal hoch. So, den hätten wir jetzt auch weg. Kalina hier. Ja, sie hat Blick auf ihn hier. Das könnte reichen, um ihn zu töten. Ja. So, jetzt ist nur noch der hier, der fast Tote hier übrig. Und das kann... Nee, Steroid kann leider nicht. Der hat ihn nicht im Sichtfeld. Wenn ich weiter hier rüber gehe vielleicht. Ja, jetzt. Aber ich kann nicht schießen. Ich kann ihn nur niederhalten. So. Moppy kann noch. Vielleicht kriegen wir ihn auch einfach weg. Schade. So nicht. MD present. Dann bringen wir MD näher ran. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr aus dem Bunker. Aber den werden wir jetzt auch noch kriegen, oder? Sehr gut. Und Steroid macht das. Perfekt. So, das waren alle. Ja, das haben wir gut eingenommen. So, erstmal alle hierher bitte. Ein MD wird ein paar Verbände anlegen. An Moppy auf jeden Fall. Hier gibt es jetzt einen Haufen zu looten. Das machen wir noch schnell. So, den hast du. Und Kalina noch heilen. Steroid, du kannst mal hier rüber. Hier war ein Technik-Check.
Technik-Check erfolgreich. Ui! Na bitte mehr Gewehre, wir haben ja eh keine Munition, ne? Die sind auch alle völlig kaputt. Die machen wir einfach zu Schrott. Behalten wir eins? Nee. Wir haben ja, es hat ja fast jeder ein Gewehr mittlerweile. Was ist das? Erhöht Treffsicherheit. Das geben wir alles Moppy. Der kann es gebrauchen. Achso, ist zu weit weg. So, hier ist noch was zum Hacken. 1000 erhalten. Jetzt haben wir die 1000 wieder reingeholt, die wir Bastien gegeben haben. So, Moppy erhöht seine Treffsicherheit. Das ist wichtig. Jetzt gibt es noch mehr Loot hier. Oh, da gibt es Munition, aber wieder Warschauer Pakt. Das ist nicht das, was wir wollen. Leider. Hier ist noch was. Ah, die haben auch noch Sachen. So, hier gibt es noch Loot. Noch eine AK-47. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Waffen soll. Taschen voller Waffen. Ich glaube, da zerlegen wir auch eine. So. So, jetzt gibt es da hinten nochmal Kräuter und dann haben wir es soweit eigentlich. Come on. We're going, right? So, und dann haben wir für die nächste Folge den Bunker vor der Nase. Da gehen wir dann in der nächsten Folge in den Untergrund und gucken mal, was passiert. Heilen werde ich die Leute... Ja, komm, das können wir noch schnell starten. Es geht wahrscheinlich nicht lange. Das sind ja nur oberflächliche Verwundungen. Ja, das geht. I'll get right on it. Können wir dann in der Zwischenzeit noch was reparieren? Na, das geht dann schon ein bisschen länger. So, na. Ah, das ist die komische Weste, die so ewig geht, ne? Na, das ist mir zu doof. Warte. So. 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 Ja, die Sachen machen wir. Die Weste heben wir uns auf. So, jetzt liegen die nämlich genau aufeinander. Dann sind die nämlich gleichzeitig fertig. Und dann werden wir in der nächsten Folge in den Bunker gehen. Kümmert dich um Bastien und seine Familie. Habe ich doch getan. Wieso ist das nicht weg? Naja, mal gucken. Vielleicht müssen wir den Bunker noch ausräumen. Da soll es ja auch noch das MG geben. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Bunker und die Festung machen, nehme ich an. Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Und dann müssen wir uns dringend diese Mine da drüben holen. Wir brauchen Geld. Da laufen nämlich schon die Verträge aus hier. Wir brauchen mehr Geld. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns in den Untergrund wagen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.